Das Kulturmagazin in Bochum-Gärtner. Ein Kurzbesuch. Im Norden Bochums wurde 1872 die Zeche Lothringen gegründet. Übrig geblieben sind aus dieser Zeit nur noch wenige Gebäude. Unter anderem das ehemalige Magazin. Glücklicherweise wurden 1993 in Verwaltungs- und Magazingebäude Räume als kulturelles Forum ausgebaut. Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung unterstützte den Bochumer Kulturrat e.V. bei dieser Arbeit. Heute befinden sich die unterschiedlichsten Künstlerinnen, Künstler und Kulturinitiativen unter dem Dach des Kulturmagazins. Der Bochumer Kulturrat e.V. veranstaltet Konzerte, Vorträge und Lesungen und ist zudem gesellschaftspolitisch im Stadtteil engagiert. Das Theater Traumbaum und das Hallo-Du-Theater stehen vor das Kinder- und Jugendtheater im Kulturmagazin und erfreuen sich auch das Erwachsenenpublikum mit Aufführungen zu begeistern. Der Zauberkasten veranstaltet Kleinkunst- und Zaubervorstellungen für Groß und Klein und beherbergt zudem die Spielausstellung Puzzleum. Der Kunstverein organisiert die Ausstellung Aktuelle Kunst. Die Künstlerin Kirsten Mikus und die Künstler Werner Fichtel und Renate Liermann wirken in ihren Ateliers. Horst Dieter, genannt Oskar Gülzenleuchter, betreibt die Werkstatt Wort und Bild. Und die Yogaschule Kinjal bietet regelmäßig Kurse an. Gingen früher die Kumpels im Magazin ein und aus, sind es heute an Wochenendtagen bis zu 200 Gäste. Das Angebot lockt Menschen mit unterschiedlichstem Hintergrund, so wie ich, in das Kulturmagazin. Das soziokulturelle Zentrum auf der Lothringer Straße, das weit über den Stadtteil Gärtner hinaus in der freien Kulturszene birgt, zählt zu den größten seiner Art im mittleren Ruhrgebiet. Kommen Sie vorbei, der Besuch lohnt sich.